Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz, schräger Maratomi. Maratomi ist ja mein Spitzname. Heute am 27.01.2021 wieder aus meinem Sendestudio in Feuchern. Ja, hier habe ich einen riesigen Karton. Diesmal sind da weder Briefmarken, Ansichtskarten noch Briefe drin, sondern da ist Obst und Gemüse drin. Also wir gehen heute mal auf Grabbag-Suche mit Obst und Gemüse, aber zuerst möchte ich euch den Anlass nennen. Hier in Bayern muss man ja seit geraumer Zeit FFP2-Masken tragen. Diese eher handlichen und nicht so lästigen OB-Masken reichen hier in Bayern nicht aus, weil Söder ja wieder mal eine besonders scharf sein will. Und ich habe immer mit diesen FFP2-Masken als Asthmatiker Probleme. Einmal mit dem Atmen, also die empfinde ich als total lästig. Dann läuft immer meine Brille noch an, also muss ich die Brille immer so vornehmen und dann, wenn ich mich irgendwie beuge, dann fliegt die Brille runter. Also das ist absolut lästig, egal wie ich es mache. Ja, jetzt merkt man, jetzt läuft die Brille an. Es ist einfach lästig und mit dem Atmen habe ich da auch absolute Schwierigkeiten. Daher will ich jetzt auch beim Thema Lebensmittel meine Einkäufe auf ein absolutes Minimum beschränken, weil mir diese Masken einfach zuwider sind und sie sind einfach lästig. Und da habe ich mir jetzt gedacht, teste es doch mal einen Lebensmittellieferanten aus und da habe ich über Amazon bei Fresherato so einen Karton bestellt mit Obst und Gemüse, 6 Kilo Inhalt und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Das hier ist keine Werbesendung, ich habe das auch bis auf den letzten Heller und Pfennig zahlen müssen. Also die 25,90, da ist auch das Botto dabei, also das dürfte preislich eigentlich gar nicht so schlecht sein. Und soweit ich weiß, dieses Fresherato, das liefert halt auch etwas saisonbedingt Waren aus. Und das Gute ist, es ist auch kein Plastik dabei. Bio ist es aber, glaube ich, nicht. Also schauen wir uns mal an, was da alles drin ist. Aber bevor wir da jetzt auf Obst- und Gemüseschatzsuche, etwas skurril natürlich, gehen wollen, möchte ich euch noch bitten, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, falls ihr das ohnehin nicht schon getan habt. Dazu einfach den Abonnieren-Button anklicken und wenn ihr die Klingeling noch anklickt, dann bekommt ihr mal alle meine neuesten Filme mit. Aber wollen wir mal schauen, was da jetzt alles drin ist. Und ich denke, da kann ich jetzt in nächster Zeit einiges an Obst und Gemüse kochen. Wir sind leider ein Frau-, ein Mann-Haushalt und ich hoffe, dass wir das alles noch rechtzeitig dann verwerten können, bevor die Ware verdirbt. Aber schauen wir mal, was da alles drin ist. Ja, hier sieht man mal schön, wie alles verpackt ist. Die Originalverpackung. Sieht alles super aus, sieht sehr frisch aus, soweit ich sehen kann. Und jetzt wollen wir mal so die einzelnen Sachen mal rausnehmen und schauen, was da alles drin ist. Da gibt es einiges, jetzt Verschiedenes an Obst und Gemüse zu kochen in den nächsten Tagen. Also da wollen wir uns sehr gesund ernähren, denke ich. Ja, ich gehe jetzt mal einfach alles durch, was da so drin ist. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ich fange hier links an. Hier war schon meine Avocado, die mag meine Frau nicht, aber ich esse die schon ganz gern. Sie ist noch frisch, die muss man ein bisschen noch lagern. Die ist noch zu unreif. Und dann haben wir hier auch noch einen schönen Granatapfel. Da muss ich erstmal schauen, wie man den am besten isst, weil mit Granatäpfeln hatte ich es bislang noch nicht so. Aber das sieht alles sehr frisch und ja, sieht lecker aus, kann man nichts sagen. Ich lege es mal wieder zurück und ja, es ist auch etwas Obst dabei, jetzt jahreszeitlich bedingt Orangen. Ob die jetzt bio sind, ob die unbehandelt sind, das weiß ich jetzt nicht. Bio wäre natürlich am allerbesten, aber ich glaube, dann wäre es deutlich teurer, das Ganze. So. Ja, dann ist ein ganzer Schwung von Kartoffeln drin. Ich tue hier mal welche raus. Es sind noch mehr drin, die will ich jetzt nicht alle zeigen. Dann kommt wieder mal Obst. Hier haben wir allerlei Birnen, also die sehen auch gut aus. Sind noch frisch und knackig. Da muss man noch ein bisschen die wahrscheinlich noch ein bisschen nachreifen lassen. Dann für die Jahreszeit passen natürlich auch Äpfel.
Ja, wenn das eine oder andere nicht weggeht beim Obst und so, dann haben wir ja noch unser Pferd, das frisst solche Sachen auch recht gerne. Obst und auch das eine oder andere Gemüse wie Karotten. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir zwei schöne Paprika und eine rote Rübe. Also es ist sehr abwechslungsreich, da glaube ich, kann man nichts sagen. Dann ist hier auch noch was. Ach, das sind dann Bohnen. Ja, da muss ich mal einen richtigen schönen Gemüseeintopf mal wieder machen. Werde ich demnächst machen. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, Sellerie oder so. Und hier noch eine riesige Honigmelone. Die kann auch noch ein bisschen nachreifen. Also ich denke, das wird sich auch ein bisschen halten, weil das ist alles noch frisch und knackig. Das Obst und Gemüse sieht sehr gut aus, gefällt mir. Kann man ja schon fast wieder jubilieren. Jetzt muss ich mal wieder irgendwie so reintun. Das ist alles sehr perfekt verpackt worden. Ja, dann haben wir hier zwei Grapefruit, auch passend natürlich zur Jahreszeit. Kann man mal wieder Grapefruit essen. Gut, die Äpfel hatten wir schon. Dann kommen Radieschen. Sieht auch lecker aus. Und dann Kohlrabi. Das mag wieder meine Frau nicht so. Meine Frau ist ein bisschen knaschig. Aber ich esse das eigentlich ganz gern. Da muss ich mir halt mal für mich selbst was kochen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Fenchel. Den mag ich auch gerne den Salat. Meine Frau mag das wieder nicht. Also da muss ich jetzt viel selber essen. Dann haben wir hier eine Zitrone noch dazu. Ja, dann haben wir hier noch solche Rüben, Gewürzrüben. Dann Zuch. Also wahrscheinlich von Petersilie die Rüben. Dann zwei Zucchini, die mag ich auch. Die eignen sich wieder sehr gut fürs Gemüse. Kann man vielleicht auch mal eine Gemüsesuppe oder dergleichen machen. Hier noch mehr, also da ist richtig Fütter. Und dann haben wir hier auch noch ein paar Karotten. Da freut sich bestimmt das Pferd. Oder man kann das natürlich auch in einem Gemüseeintopf wunderbar verarbeiten. Also insgesamt, das war es jetzt dann schon. Sehr abwechslungsreich. Das gefällt mir eigentlich recht gut. Ja, da könnte ich jetzt glatt schon in diesen Apfel reinbeißen. Aber ich lasse es jetzt mal sein. Also das war alles. Sieht alles sehr gut aus. Dürfte auch vom Preis her angepasst sein. Da kommt ja Bodo noch dabei, die müssen ja auch ein bisschen was verdienen. Ich meine, die werden das natürlich irgendwie im Großhandel einkaufen und so auf ihre Kosten kommen. Und ja, da habe ich jetzt in nächster Zeit was zu kochen. Viel Gemüse, Obst dazu, das ist alles recht gesund. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange das reicht und vielleicht bestellen wir uns dann nochmal was nach. Ich habe gesehen, neben diesen Obst-Gemüseboxen gibt es auch noch reine Obst- und reine Gemüseboxen. Für uns jetzt für so einen Mini-Haushalt nicht so interessant. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich schon bei einem Zwei-Mann-Haushalt natürlich relativ große Schwierigkeiten, diese 6 Kilo dann auch zu verbrauchen, bevor die Ware verdirbt. Man muss sie halt dann entsprechend auch kühl lagern. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. War heute mal wieder, was ganz anderes, mal ein bisschen Abwechslung rein, bevor dann wieder der nächste Briefmarken, Münzen und sonstige Sammlerfilm kommt. Ich habe jetzt auch noch bei eBay da ein paar so Modelleisenbahnen ersteigert. Da hat einer so mit Modellen gebastelt. Das waren 10 Stück, die sind wunderschön und es hat gerade mal 10 Euro gekostet. Und da konnte ich jetzt nicht widerstehen und so haben wir jetzt noch ein paar Staubfänger zusätzlich in der Wohnung herumstehen. Mal schauen, was ich mit diesen schönen Sachen anstelle. Vielleicht verkaufe ich es auch wieder, ich weiß es nicht. Und ja, vielleicht stelle ich es auch in einen Film vor, weil für Sammler.com, da gibt es ja auch eine Seite Modellspielzeug und da könnte man das vielleicht ganz gut unterbringen. Dann hätte ich da auch einen Film für diese Seite. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Und ja, gibt es eigentlich wenig zu sagen. Ist heute sehr winterlich, muss heute noch rausgehen, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen joggen. Mal schauen, was ich mache. Und geht auch an die frische Luft, genießt das Leben, denn man weiß nicht, was noch alles kommt. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi / Thomas
Schmidt-Kunst, muss ich noch sagen. Und dann auf Wiedersehen und ich wünsche euch noch eine ganz gute und tolle Zeit und bleibt bitte gesund.